Das Ruhrgebiet. Ein starkes Stück Deutschland. Mehr noch, ein starkes Stück Europa. Der größte europäische Wirtschaftsraum. Ein unverwechselbarer Standort. Eine Metropole für Menschen. Eine Metropole mit Vergangenheit und Zukunftsperspektiven. Das Ruhrgebiet. Wir erinnern uns an eine Region, deren Identität tief in der Industrialisierung verwurzelt ist. Kohle und Stahl prägten lange Zeit das Bild. Und der Aufstieg zum industriellen Zentrum war unaufhörlich. Doch in den 60er und 70er Jahren geriet die Kohle in Bedrängnis. Hinzu kam dann noch die Stahlkrise. Ein Prozess, der bis heute noch nicht abgeschlossen ist. Die Kohle ist auf kontinuierlichem Rückzug und die Stahlindustrie versucht, durch neue Produktionsmethoden, neue Produkte, ihre wirtschaftliche Stärke zu bewahren. Eine Entwicklung, die aber das Ruhrgebiet als Wirtschaftsregion nicht untergehen lässt. Im Gegenteil. Die Situation ist erkannt und neue Märkte erschlossen. Das Ruhrgebiet heute. Eine dynamische Region mit Tradition und mit der Vision, auch in Zukunft einer der wichtigsten und interessantesten Wirtschaftsräume in Europa zu sein. Das Ruhrgebiet. Ein Verbund aus 11 kreisfreien Städten und 4 Kreisen. Ein Arbeits- und Lebensraum für 5,5 Millionen Menschen. Hier lässt es sich arbeiten und vor allem leben. Unser Ruhrgebiet. Ein wirklich starkes Stück Deutschland. Und darüber hinaus eines der größten und ältesten Industriegebiete der Welt. Und trotz allem viel Landschaft. Ja, das Ruhrgebiet hat ein eigenes, unverwechselbares Profil.
Dazu zählt natürlich auch die Landschaft. Charakteristisch für diese Region sind nicht nur markante Punkte, sondern auch weiträumige Grünflächen, reizvolle Seen, große zusammenhängende Wälder bestimmen vielerorts das Bild. In dieser Umgebung lässt es sich leben. Dass die Menschen hier gern leben, dass sie sich mit der Region identifizieren, ist bekannt. Mehr noch, das Miteinander wurde und wird traditionsbedingt großgeschrieben. Denn seit der Industrialisierung ist das Ruhrgebiet eine internationale Region. Ein Ballungsraum, ein Zentrum für Menschen, die einander begegnen. Der hohe soziale Konsens, die Unkompliziertheit. Das offene Wesen zeichnet die Menschen hier aus. Das Ruhrgebiet ist ihre Heimat. Das Kulturangebot. Große und kleine Kunststücke glänzen im Ruhrgebiet. Eine extreme Vielfalt zeichnet die Region aus. Für jeden ist etwas dabei. Und der Sport hat immer noch den großen Stellenwert, wenn ich nur an Fußball denke. Und ob, der Breitensport wird im Ruhrgebiet sehr gefördert. Und das nicht nur beim Fußball. Mehr noch, die Region gilt als größte bundesdeutsche Sportkulisse. Europa- und Weltmeisterschaften in fast allen Sportarten finden hier statt. Ja, und noch eins. Auch der Freizeitwert wird im Ruhrgebiet natürlich sehr groß geschrieben. Wohnungsnahe Freiflächen, Oasen der Ruhe. Das Ruhrgebiet zählt aber immer noch als Industrieregion. Und als Standort vieler Unternehmen und Betriebe. Ja, bedeutende Unternehmen und Betriebe aus den unterschiedlichsten Bereichen haben ihren Standort im Ruhrgebiet. Der Montansektor hat mittlerweile seine beherrschende Stellung verloren. Die Folge? Strukturwandel bedeutet zwangsläufig Arbeitsplatzverlust. Die Konsequenz für das Ruhrgebiet? Neue Produktionszweige mussten und müssen erschlossen werden, wie im Bereich Handel und Dienstleistung. Das Ruhrgebiet wird aber Produktionsstandort bleiben. Die Unternehmen mit jedem einzelnen Mitarbeiter tragen zur Kreativität und Innovationskraft bei.
Und das macht das Ruhrgebiet so stark. In einem europäischen Absatzmarkt, der in 250 Kilometer Umkreis 60 Millionen Menschen erreicht. Hier werden in den unterschiedlichsten Bereichen Aus- und Weiterbildung, fast Hochschulen, ein Erfolg der Bildungsinvestition vergangener Jahre. Oder in der Forschung. Zahlreiche Forschungsstätten sind Garanten für die wirtschaftliche Weiterentwicklung. Kurzum, die Weiterbildung der Arbeitskräfte, die Ausbildung der Jugend und permanente Forschungsleistung sichern die Zukunft dieser Region. Sind denn die Arbeitsstätten alle gut zu erreichen? Kann ich, wenn ich zum Beispiel in Bochum wohne, problemlos zu meinem Arbeitsplatz in Dortmund gelangen? Dann sind Sie aber eine von ca. 180.000 Pendlern. Und das tagtäglich. Wie in jeder großen Metropole, in jeder großen Region, steht das Ruhrgebiet vor zunehmenden Problemen, ein solches Verkehrsaufkommen zu bewältigen. Und Ziel ist es nicht nur, innerhalb des Ruhrgebietes Lösungen zu bieten, sondern auch von außen muss die Region gut erreichbar sein. Sei es auf der Schiene, der Straße, auf dem Wasser oder aus der Luft. Die weitere Entwicklung wird stark davon abhängen, ob das Ruhrgebiet zukünftig eine leistungsfähige Infrastruktur bietet. Kann ich bei so viel räumlichem Nebeneinander in solch einer großen Region so wohnen, wie ich mir das vorstelle? Neubaugebiete, Altbauwohnungen, sanierte Häuser oder Villen, auch hier zeigt sich die Vielfalt des Ruhrgebietes. Aber es zeigt sich auch, dass ausreichend Wohnraum im attraktiven Umfeld für das Ruhrgebiet eine städtebauliche Aufgabe ist, die es zu lösen gilt. Denn ohne Menschen, die gerne hier leben, ohne Menschen, die Entwicklungen tragen, wäre das Ruhrgebiet nicht das, was es ist. Das Ruhrgebiet. Ein unvergleichlicher Standort. Der größte europäische Wirtschaftsraum. Eine europäische Metropolregion mit einem unverwechselbaren Gesicht. Das Ruhrgebiet. Ein starkes Stück Deutschland. Mehr noch, ein starkes Stück Europa.